Hallo und herzlich willkommen hier zum Finale der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien, also die Neuauflage vom Finale 2017, damals Deutschland als Außenseiter in diese Partie gegangen, das Spiel jedoch gewinnen können und nach 2009 den zweiten Titel holen können. Heute will natürlich die deutsche Mannschaft den Titel verteidigen und die Spanier sind heiß auf eine Revanche. Wir sehen die deutsche Mannschaft in den weißen Trikots gegen Spanien in Rot. Deutschland musste im Halbfinale Rumänien bezwingen, hat sich lange Zeit schwer getan, aber doch am Ende 4:2 gewinnen können. Das bessere Team in der zweiten Hälfte gewesen, aber in der ersten Hälfte hat man sich ein bisschen schwer getan. Mal schauen, ob man das heute besser machen kann. Die Spanier sehr souverän gegen den womöglichen Favoriten Frankreich das Halbfinale gewonnen, haben sich souverän durchgesetzt und sind verdient ins Finale gekommen. Bei den Spaniern Kapitän Jesus Vallejo, natürlich auch noch bekannt, war ein Jahr von Real Madrid an Eintracht Frankfurt in die Bundesliga verliehen. Wir schauen auf die deutsche Startaufstellung. Da haben wir Nübel im Tor, Klosmann, Tah, Baumgartel und Mittelstädt in der Viererkette. Dann Neuhaus, Eggestein und Dahoud bilden das Mittelfeld. Und vorne in der Spitze haben wir Amiri, Waldschmidt und Özcanali. Waldschmidt, der heute mit einem Treffer alleiniger Rekord-Torschütze bei einer U21-Europameisterschaft werden kann. Aktuell ist er mit 7 Treffern noch gleich mit Ex-Bremer Markus Berg aus Schweden. Kurz wird noch das Mannschaftsfoto gemacht. Und wir schauen auf die Spanier. Bei denen gibt es heute eine Veränderung. Rocco fehlt gesperrt. Für ihn heute in der Startaufstellung der ehemalige Dortmunder Mikel Marino. Unter anderem aber auch interessant heute Urizabal in der Spitze. Und natürlich Fornals, Ceballos und Olmo auch noch in der Offensive. Das ist natürlich eine klasse Offensive bei den Spaniern, die gefährlich werden könnte. Wir schauen aber in die Partie und da beginnt Deutschland stark. Hier Waldschmidt mit dem langen Pass Richtung Amiri, aber der kann dann gar nicht rankommen. Aber ein erster Offensivversuch nach 10 Minuten von der deutschen Mannschaft. Langer Abstoß, die eigene Mannschaft hier, die Deutschen können nicht den Ball in die eigenen Reihen bekommen und dann Spanien mit dem Konter. Ceballos von Real Madrid auf Firpo, der Mann von Betis auf Ornals und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Nach 13 Minuten gehen die Spanier hier in Führung. Und da hat die deutsche Mannschaft mal für eine Sekunde nicht gut ausgesehen und lässt sich hier ein Tor einschenken. Hier natürlich der Klassepass von Firpo direkt abgeschlossen von Ornals. Und Torhüter Nübel im Kasten der deutschen Nationalmannschaft hat natürlich keine Chance bei diesem fantastischen Schuss. Und hier dürfen sie natürlich schon mal am ersten Mal feiern. Pablo Fornals, 23-jähriger Mittelfeldspieler, spielt aktuell noch bei Villarreal, wobei nach der EM wird er zu seinem neuen Club nach England, zu West Ham United gehen. Auf der anderen Seite jetzt Deutschland über Özcanali. Der spielt den Ball auf Neuhaus und da ist Dahoud mit dem Abschluss. Weiter die deutsche Nationalmannschaft, wenige Minuten später wieder über die rechte Seite, das Özcanali mit der Flanke und da ist wieder Amiri. Also die deutsche Nationalmannschaft spielbestimmender, besser im Spiel, aber halt 0:1 hinten. Und die Spanier spielten auch weiter. Erstmal wird die Flanke abgeblockt und Firpo jetzt mit dem Einwurf auf Fornals, den Torschützen, der in die Mitte auf Fabian. Aber da war noch ein Deutscher dazwischen. Wir werden sehen, es war Dahoud, der noch ein Bein in Schusslage bringt. Und Nübel, es kann so froh sein, dass der Ball nicht auf sein Tor kommt. Dann jetzt auf der anderen Seite wieder Deutschland. Amiri auf Dahoud. Doppelpass mit Özcanali. Und diesmal war Jesus Vallejo im Schussweg dazwischen. Hier der Hut mit dem Schussversuch. Der Ball wäre wohl aufs Tor gekommen. Und Kapitän Vallejo mit der guten Verteidigungsarbeit. Dann die anschließende
Ecke wird geschossen vom Berliner Maximilian Mittelstädt. Und den bringt er auch in die Mitte zu Kapitän Jonathan Tau. Der Ball war gefährlich, aber geht am Ende knapp am Tor vorbei. Der Torhüter hätte nur hinterher schon können. Und dann aber nochmal die Spanier. Kurz vor Ende der ersten Hälfte. Fabian auf Olmo. Und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Das ist nicht wahr. Die Spanier gehen hier mit 2:0 in Führung. Olmo ist der Torschütze, der junge Spanier aus der Akademie, aus La Masia vom FC Barcelona. Spielt jedoch aktuell bei Dynamo Zagreb in Kroatien. Eisbegehrt in ganz Europa. Der 21-Jährige macht hier das 2:0 für Spanien. Auch hier Nübel wieder ohne jegliche Chance. Und die Spanier jubeln erneut. 2:0 für Spanien. Dani Olmo, der Torschütze. Hier in einer interessanten ersten Hälfte, in der Deutschland besser war, aber Spanien effektiver. Zweite Hälfte, Deutschland vorne und wieder Dahoud. Also Dahoud ist überall hinten. Blockt er den gegnerischen Schuss ab und vorne hat er seine eigenen Chancen. Hier kann er nicht wirklich Druck hinterbei bekommen, nur mit der Fußsohle. Aber viel hat bei diesem Schuss auch nicht gefehlt. Dann gibt es den Wechsel bei Deutschland. Lukas Metscher, der Mann von Manchester City, kam für Luca Waldschmidt, der heute dann nicht mehr treffen wird. Lukas Metscher, geboren in Hamburg, aufgewachsen in England, hat lange Zeit für die englischen Junioren gespielt, hat sich jetzt für Deutschland entschieden und währenddessen Spanien mit der nächsten Möglichkeit. Und dann jetzt der Abschlag von Nübel, weitergeleitet auf den eingewechselten Arne Meyer von der Hertha. Und der wird bedrängt, bekommt nur ein Schüsschen raus, aber mal wenigstens etwas. Maximilian Eggestein auf Klostermann. Der wieder zurück auf Eggestein, der bringt den Ball zum eingewechselten Richter, der mit der Flanke auf den Metscher und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. 79. Spielminute, Anschlusstreffer für Deutschland. Torschütze Lukas Metscher. Im Halbfinale gegen Rumänien sehr präsent gewesen nach seiner Einwechslung. Eine rote Karte provoziert. Also Lukas Metscher, der könnte noch großes... es noch weit bringen in seiner Karriere. Hier natürlich die klasse Flanke von Marco Richter, der unbedingt im Finale spielen wollte, erstmal auf der Bank Platz nehmen musste und dann die beiden eingewechselten Spieler, Richter und Metscher, erzielen dann zusammen hier den Anschlusstreffer. Und was bedeutet das für die letzten 10 Minuten hier im Spiel? Erstmal lange nichts, 2 Minuten vor Schluss, jetzt die Spanier nochmal über Dani Ceballos, den Kölner Meret, Fabian auf Carlos Soler und dann der Fehlpass. Und jetzt hat Deutschland nochmal die Gelegenheit, den Ball nach vorne zu bringen. Arne Meyer mit dem langen Pass auf Marco Richter. Kann Deutschland da was raus machen? Der lange Ball Richtung Amiri, aber der Torhüter ist dazwischen und verteidigt das Ganze. Und die Spanier sind schnell im Gegenzug. Dani Ceballos hier, jetzt der lange Pass auf den Torschützen von Nals. Der kann alles klar machen und der Ball... auch dieser Ball knapp am Tor vorbei. Pablo Fornals hätte hier den Doppelpack perfekt machen können. Aber am Ende reicht es trotzdem für die Spanier, die dieses Turnier gewinnen. Die deutsche Mannschaft hat ihr Mindestziel mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele mit dem Halbfinaleinzug schon erreicht gehabt. Aber wenn man natürlich ins Finale einzieht, möchte man auch gerne den Titel verteidigen. Man hat heute gut gespielt. Meiner Meinung nach waren sie das bessere Team. Aber Spanien unter anderem mit ihrem Man of the Match, Pablo Fornals, der den Sieg eingeleitet hat, war heute einfach effektiver, hat auch gut gespielt und dann am Ende das Spiel für sich entschieden. Ich darf mich verabschieden hier aus Italien. Spanien gewinnt gegen Deutschland 2:1 und gewinnt die U21 EM.